Ein Trainer in sich gekehrt, aber voller Pläne. Eine Mannschaft am Boden zerstört, enttäuscht. Haching Glück und auch ein wenig orientierungslos. Die Mannschaft hat ja schon auch gefightet und auch versucht, hier auch wirklich alles hier umzureißen. Aber im Moment fällt uns eben vieles schwer und man sieht, dass wir auch in der einen oder anderen Phase halt einfach das Glück im Moment nicht haben. Ein Trainer fordert Leidenschaft von seiner Mannschaft und bekommt sie. Doch ein Tor will trotz vieler guter Chancen nicht fallen. Es ist eine Mischung aus Pech, Unvermögen und Übereifer. Unter Haching auf der Suche nach einer neuen Identität. Jetzt wollen Sie sich nächste Woche zusammensetzen, über Spieler beraten, die man verkaufen muss oder verkaufen will. Was ist Ihnen wichtig dabei? Ja, einmal eine klare Linie zu fahren. Ich brauche Informationen, was ist machbar, was ist möglich, wie schaut es finanziell aus, wen muss man abgeben aus finanziellen Gründen. Dann kann man auch planen, dann kann man auch zusammen ein Statement abgeben, so schaut der Weg aus von Unterhaching. Ein Trainer fordert neue Strukturen, eine Zukunftsvision. Die Gegenwart aber ist schwierig. Dresdens Alexander Esswein macht nach 59 Minuten alle Hachinger Vorsätze zunichte. Fünfmal in Folge nichts gewonnen und in der kommenden Woche steht jeder Spieler auf dem Prüfstand. Ich habe zu den Spielern gesagt, solange ich keinen Plan habe oder Plan vorlegen habe, wo es hingehen soll, solange die Spieler unter Vertrag stehen, haben sie bei mir eine reelle Chance zu spielen. Und ich stelle jetzt nicht auf, wenn einer oder falls einer auf dem Zettel stehen sollte, der gehen müsste oder den man weghaben wollte. Solange er hier ist und Leistung bringt, hat er die Möglichkeit, sich zu empfehlen. Ein Trainer will professionell arbeiten und kann nicht. Noch nicht. Unterhaching braucht einen Plan und muss sich neu positionieren.